Herzlich willkommen. Du lügst hier rum hier. Was ist denn los? Deine Beine sind ja gerade. Guck mal, ist das nicht toll? Wie sind die Beine gerade? Du warst doch früher so. Ja, ja. Der Gag geht nicht mehr. Sind begradigt worden. Ja, ja. Sind begradigt worden, aber Fußballspielen geht noch. Ich treffe das Tor nicht mehr. Hast du einfach die Beine begradigen lassen? Ja. Ja. Glückwunsch. Dankeschön. Ja, Glückwunsch auch nochmal nachträglich zur WM 1990. Ja, ich konnte rechtzeitig noch. Damals hatte ich deine Nummer nicht. Ja, ja. Ist ja okay. Du bist ja noch ein bisschen aktiv im Fußballgeschäft. Du bist bei Wolfsburg. Ne? Ja, ja, klar. Ich suche Spieler. Ja. Und das ist der Pokal, den du in der Hand gehalten hast, 1990. Ich muss als Puffer zwischen dir und dem Pokal stehen. Wie, weil ich darf den nicht anfassen? Du darfst oder? Nicht mal das Plexiglas anfassen. Ich darf nicht mal das Plexiglas anfassen? Nee, nee. Was passiert denn dann? Ja, die stehen schon in Bereitschaft, die Sicherheitskräfte, die springen dich an. Weiße Handschuhe alle an. Ja, also eigentlich darf ich den, ich weiß nicht, also wenn ich den, nur ich darf den anfassen eigentlich. Es dürfen nur Weltmeister den Pokal anfassen? Und Staatsoberhäupter. Staatsoberhäupter, weil die müssen ja noch sozusagen, es muss ja noch jemand den Pokal auch überreichen. Genau, das ist ja das Einzige. Also, und das ist der Pokal, also der ist, also ist das pures Gold oder was? Pures Gold, 6,12 Kilo, ja. Goldklumpen, guck mal unten, der. Nee, nee, nee. Ach, jetzt habe ich mit der Nase berührt. Oh, ist das schon gesehen? Das ist schon ein Vergehen. Ist also, schon Vergehen? Okay, ja, das okay. Mag die FIFA okay. Überhaupt nicht. Okay, okay, ja, ja, ja. Ach, guck mal, da kann man drunter gucken. Unten drunter stehen die. Oh, da kann man unten. Unten drunter stehen. Ja, ja. Ja. Und da drunter Moment, stehen die Weltmeister. Robert, stellen wir uns stehen mal die Weltmeister. Hier so. Ist das wirklich so? Ja, das ist gibt wirklich so. Gibt es so krasse Gesetze? Es gibt, die FIFA ist da ganz schön streng. Ja. Eigentlich, die Leute tun mir leid, die hier ja sind, weil die Sicherheitskräfte kriegen ja noch den Deckel vom Blatt an. Man sagt ja immer, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Der hat seine eigenen Gesetze. Fassen bloß nicht an. So, mal, wer alles draufsteht da, wer alles gewonnen hat. Das ist aber spiegelverkehrt. 2000, was heißt denn das? 2010? 2010 ist... Ach, Spanien, Spanien, alles ja klar. Okay, dann Italien ist drauf, dann Brasil, France, so. Brasil, Deutschland. Und jetzt Deutschland, das Deutschland, bin ich hier, das bin ich, genau. Ja. Und 74 dann unten nochmal Deutschland. 74 nochmal Deutschland, da war ich Balljunge. Ja, ja. Obwohl Deutschland ja noch niemals die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land gewinnen konnte. Wusstest du das? Hat der Waldemar Hartmann gesagt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wenn der Fachmann das sagt. Ja, wenn der Fachmann das sagt, dann okay, wird es schon stimmen. Du hast ihn ja selber in Händen gehalten. Es gibt da diese Bilder. Haben wir die schon gezeigt? Haben wir die da? Ja. Der wird ja gesäubert nach jedem. Also der wird gesäubert. Aber wenn nur WM-Spieler und Staatsoberhäupter ja den anfassen dürfen, ne? Ja. Also Weltmeister und Staatsoberhäupter, ja, wer, du bringst den ja jetzt nicht gleich ins Auto zurück, oder? Ja, ja, doch, das ist jetzt mein Job. Ich bring den jetzt, ist ja eine 90-Länder-Tour. Ich dackel dann überall mit und trage den. Du bist überall mit unterwegs oder nur hier in Deutschland? Nur in Deutschland. Der Pokal reist jetzt durch alle... alle Länder, aber es wird wirklich, also die haben mich vorhin gebeten, den ein bisschen gerade zu rücken und dann ja mache ich das. Ja, 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 ja. Also so die niederen Arbeiten. Ja, ja, ja. Ja. Nee, ich will nur mal gucken. Ja, ja, nee, wir können ja auch das noch mal zusammen gucken. Ja, guck mal hier. Das ist, ich tue dem Pokal nichts. Was machst du dir denn in die Buchse? Ich nicht, aber der da hinten. Der. Ja, gut, der da hinten. Mit den weißen Handschuhen, der soll im Zirkus auftreten. Ja, ja, ja. Ich will ja nur mal gucken, FIFA, World Cup. Wir können doch, sollen wir nicht mal eins machen? Pass auf, nicht, dass du gegen den Pokal stößt. Sollen wir nicht mal eins machen? Ja. Ich darf es ja anpacken. Du darfst anpacken, okay. Das ist ja richtig Magie. Vielleicht kann ich die... Pass auf, wenn du das anfasst, wenn du genau den Pokal... Darfst du diese Haube runternehmen und den Pokal anpassen? Und ich fasse dann dich an. Vielleicht geht das durch dich auf mich über. Is there any chance to take the plastic away and just... I keep him away. Only, I keep him away. Ich halte ihn weg. And I touch him and the... Der Mann mit den weißen Handschuhen... sagt nein. Ja. Also ja, die Magie geht ja durchs Plexiglas. Durch Glas auch. Okay, dann fasst doch mal das Glas an. Ja, ist die sauber? Hände sind sauber? Ich hab, Hände sind sauber, ja. Also ja. Willst du nochmal abwischen? Ja. Alles klar, so. Gut. Okay. Okay. So, jetzt? Ich spür es schon, es kribbelt schon. Du ja spürst es schon? Ich noch ja nicht. So, jetzt pass auf. Vorsichtig. Ja, ja, ja. Plexiglas spüre ich. Warte mal, ein bisschen höher. Fühlst du es nicht? Ja. Jetzt kommt so ein bisschen. Jetzt kommt ja, so ein bisschen, ja. Leicht, aber also bei mir war ich näher dran. Ja. Nee, aber es ist schon, also als ich ihn in der Hand gehalten habe. Ist das dann wirklich auch der Richtige, der den Spielern überreicht wird? Weil das ist doch die größte Gefahr in diesen Tumulten nach der Pokalübergabe, ja, dass der Pokal dann irgendwo verloren geht. Wenn dann die ganzen Journalisten auf die Spieler zustürmen und man rennt mit dem Pokal durchs Stadion, dann könnte man doch einfach auch mal schnell und das Hemd stecken, den falschen rausziehen und dann mit dem anderen und dann hat man ihn für immer zu Hause. Das wäre sie gewesen. Habe ich verpennt. Ja.
die Situation, aber wirklich, jetzt, das wurde mir wirklich jetzt bewusst. Ich bin mit dem Ding rumgerannt da, ja, und jetzt machen die natürlich einen riesen Alarm um das Ding. Also guck mal hier nochmal, wollte ich nochmal zeigen, guck dann hier nochmal. Ja, mach dir keine Sorgen, ich bin absolut zuverlässig. Ja, der, nein, natürlich, aber der Pokal ist einmal runtergefallen, den Brasilianern. Und das gibt es doch nicht typisch Brasilianer. Ja, ja, klar, wir machen das schon, geht schon in Ordnung, haben sie ja gesagt zur WM. Also die können die nicht nochmal in die Hand kriegen. Ja. Die, also 2014 ist was für uns. Ja, ein wunderschöner Pokal. Ein wunderschöner Pokal, aber er strahlt wirklich was aus. Wir haben in Berlin, da waren mehr als 12.000 Leute, wollten den anfassen. Also es ist nicht so, dass er jetzt hier nur so ein kleines Ding hier steht und dann ein bisschen, macht mal ein bisschen Werbung für die Weltmeisterschaft. Der hat wirklich einen bisschen großen Wert. He touched it. No, I was close to it like that. I did not touch the plexiglass. So. Ja, with my nose. Ja, mit der Nase. Hier ist ein kleiner Fettfleck. Soll ich den Fettfleck wegmachen? Ach, der macht der Litti schon. Ja. Sind nämlich nur Weltmeister und Staatsoberhaupter sind berechtigt, den Fettfleck von meiner Nase wegzumachen, von dem Plexiglas. So, also ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Auf deiner Mission für Wolfsburg bist du ja tätig. Ich bin für Wolfsburg tätig. Und für den WM-Pokal. Vielen Dank, dass du da warst. Nochmal Glückwunsch für 1990. Dankeschön. Dankeschön. Litti, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Danke. Kelly Baski. So.